So, damit erstmal herzlich willkommen bei meinem Gamescom-Vlog zu diesem Jahr 2016. Und ich will euch direkt ein Highlight von mir zeigen. Und zwar ist es ein Need for Speed-Rennen, nachdem ich mich kurz angemeldet habe mit Telefondaten und Adresse, damit, falls man gewinnt, auch der Gewinn bei einem ankommt. Und nachdem ich mir halt noch Knie, Ellbogen und Helm angezogen habe, konnte es direkt losgehen. Ich habe mich fertig gemacht, habe mich hingesetzt und mich mental auf diese Aufgabe vorbereitet. Es wird gerade runtergezählt, 3, 2, 1 und dann durfte ich auch schon runter. Ich habe das gerade halt ein bisschen verkackt, naja, egal. Man muss halt einzelne Aufgaben auf diesem Stuhl bestehen, auf diesem Parcours. Und zwar war die erste, man muss diese Dosen mit 3 Bällen umwerfen. Ich habe einfach alle 3 auf einmal geworfen, um da nicht so viele Sekunden zu riskieren. Die nächste Aufgabe war, einen Nagel mit einem Hammer mit innerhalb von 3 Schlägen in das Holz reinzuhämmern. Habe ich geschafft und da wurden mir, glaube ich, 10 Sekunden zu gut geschrieben. Nächste Aufgabe waren diese Supermagneten. Man musste die halt, man musste 3 Supermagneten voneinander trennen, sieht man leider nicht. Habe ich relativ schnell gesehen, man sieht es im Hintergrund. Und jetzt kommt die längste Aufgabe und zwar war es dieses Toast innerhalb von der schnellsten Zeit wie möglich halt. Einfach schnell dieses Toast aufzuessen, damit man weiter kann. Man sieht, ich merke hier Scheiße, Mann, das dauert richtig lange. Und im Endeffekt hat es gar nicht so lange gedauert, ihr werdet es gleich sehen, deswegen kann ich es euch ganz zeigen. Bei anderen hat es 4 Minuten gedauert, das wäre für den Vlog zu lang gewesen. Während ich da esse, kann ich einfach mal darüber reden, dass die Gamescom wirklich, wirklich geil war und dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen will. Ich war 5 Tage da, es war die geilste Woche seit 2-3 Jahren und ich kann es gar nicht erwarten, dass es nächstes Jahr wieder losgeht, dass ich wieder nach Köln kann. Es war wirklich gut und ja, man sieht, ich habe das Toast gleich schon aufgegessen. Ja, es dauert halt noch ein bisschen, ich zeige jetzt dem Jura, dass ich das aufgegessen habe. Dann geht es auch direkt zu der nächsten Aufgabe und zwar war es mit einem Ball in einen Eimer zu treffen über die Wand. Man muss in diesen Kreis reinwerfen. Der erste hat 58 Sekunden gebraucht. Ihr werdet gleich sehen, dass ich insgesamt 1 Minute 38 gebraucht habe. Man muss doch davon noch die 40 Sekunden Zusatzzeit, die ich gewonnen habe, abziehen. Und damit hatte ich ganze 48 Sekunden. Bin auf den ersten Platz gekommen und man sieht, ich freue mich wirklich über dieses Ergebnis und zwar jetzt. Unglaublich war das für mich. Ich dachte so, es kann nicht sein, dass ich gewinne, weil 5 Stunden waren noch für dieses Event geplant. Es war ziemlich früh, 13 Uhr habe ich das, glaube ich, gemacht und um 18 Uhr hat es geendet. Und ja, ich zeige euch nochmal die Siegerehrung und bis zum Ende. Bis gleich. Worüber ich mich auch noch gefreut habe, war, dass ich einige YouTuber getroffen habe, die dazu bereit waren, mit mir ein kleines Video zu machen. Und die habe ich gefragt, welches Gamescom-Event bzw. Spiel sie am meisten, sag ich mal, interessiert. Ich wollte einfach eine Frage stellen, und zwar, um welches Event bzw. Spiel hast du dich am meisten gefreut dieses Jahr? Auf der Gamescom? Auf der Gamescom. Also gibt es 2. Einmal das neue Zelda für Nintendo, weil ich bin mega Nintendo-Fan. Und Battlefield 1, finde ich, bockt. Also das sieht so geil aus. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich auch noch den Patrick getroffen. Ich wollte ihn auch einfach fragen, auf welches Event bzw. Spiel hast du dich am meisten gefreut hier auf der Gamescom? Battlefield. Und Legion, WoW, neues Erweiterungsspiel. Hast du auch schon gespielt? Was? Ich hab Legion hatte ich Beta-Zugang und Battlefield hab ich angespielt. War ich jetzt geil. Ja, Battlefield war mir echt zu viel, gell? Ja, ich hab halt Fastpass bekommen. Das war auch, aber lohnt sich auf jeden Fall. Das war Mittwoch, hier war auch schon voll. Ja, hab ich auch gehört. Da war ich noch im Flieger unterwegs hier. Ja, hab ich gelesen, ich wäre gestern richtig spät gekommen. Ja, mega. Ja, alles klar, Dankeschön. Schau bei Ihnen vorbei. Ja, du getroffen. Frage ich jetzt auch, welches Event, welches Spiel hast du dich am meisten gefreut? Frage, weil ich nicht cool bin, um irgendwie Spiel zu spielen, aber am meisten überrascht hat für mich Sea of Thieves. So ein Piratenspiel ist das. Kann ich nur empfehlen. Danke. Das ist interessant. Du bist der Erste, der nicht Battlefield gesagt hat. Das ist, nee. Alles klar. Ciao. Ciao. Gamescom ist zu Ende für diesen Tag. Wir haben uns dazu entschieden, in der Bay Area mal essen zu gehen, wie es Burritos. Wir sind hier mit dem Mirko.
Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bis morgen, denke ich mal. Und ciao.